Hallo und willkommen beim Meyers TV. Heute Vorsicht Telefonabzocke, Vorsicht Terror, Telefonterror. Es geht um die Gewinnspielmafia. Ich sage dazu Gewinnspielmafia, weil es einfach so ist. Irgendwo holen die sich ihre Daten, Telefonnummern her. Mal gucken. Ah, hier zum Beispiel. Das sind alles Telefonnummern. Die rufen einen an und sagen, sie haben bei einem Gewinnspiel teilgenommen. Wenn sie gekündigt werden sollen, müssen sie 69 Euro zahlen dafür. Wo man sagt, ich habe bei keinem Gewinnspiel mit teilgenommen. Das war Gewinnspielfirma A. Gut. Dann ruft natürlich eine zweite Firma an, Firma B, ganz anderen Namen. Alleweils ausländischer Dialekt teilweise und sagt, sie haben bei einem Gewinnspiel teilgenommen. Und man sagt, ey, wirklich, ich habe kein Gewinnspiel teilgenommen. Hier zum Beispiel Firma A, Firma B, Firma C, Firma D, Firma E, F und so weiter. Alphabet kann man ja runterleiern, wie man möchte. Und sagt dann, sie haben schon wieder teilgenommen und müssen das und das zahlen. Dann legt man auf und sagt sag mal, irgendwann hört es auf. Dann kommen die nächsten und sagen, sie haben auch bei einem Gewinnspiel. Es sind immer alles ganz, ganz andere Firmen mit dieser Gewinnspielmafia. Lasst euch nicht darauf ein. Hardcore ist, das sind solche Betrüger und solche Schweinehunde. Wenn ihr sowas habt, zeigt die an. Habe ich auch gemacht. Dann geht's weiter. Ich habe hier die Telefonnummern. So, wenn ihr diesen Telefonnummern auf eurem Display seht, dann bitte entweder nicht rangehen oder sagen, dass der Rechtsanwalt schon Bescheid weiß und dass diese Rufnummer weitergegeben wird und dass sie bitte diese Rufnummer löschen sollen. Okay, irgendwann kommt natürlich Hardcore. Ja, Vorsicht, Terroranrufer, Gerichtsvollzieher. Pohlmann ist einer davon. Unter dieser Nummer hier, da ruft eine Gewinnspielfirma an von einem Mahngericht zum Beispiel. Hier ist Mahngericht Stuttgart. Fast die gleiche, man glaubt wirklich, das ist das Mahngericht Stuttgart, wenn man die Telefonnummer kontrolliert. Es ist aber nicht Mahngericht Stuttgart. Es ruft einer an und ist total unfreundlich und brüllt an den Hörer. Sie haben Schulden bei einem Gewinnspiel. Ja, wir haben Tonaufnahmen von Ihnen. Und die Kosten sind, also von den Kosten, die reden erstmal tausend, die Frau, die ja dran war, ruft, redet erstmal total um den Brei, wenn es um die Kosten geht. Wie viel, ich habe dreimal gefragt, was sind denn das für Kosten? Wie hoch sind denn die? Na, wenn Sie jetzt nicht bezahlen und wenn Sie sich mit dem Gerichtsvollzieher einigen, dann wird Ihr Konto gepfändet. Ich habe sie nochmal gefragt, wissen Sie was? Mir reicht das langsam. Da meinte sie mir, werden Sie mal nicht dumm frech. Und er sagt, ich werde nicht dumm frech. Ich habe sie dreimal gefragt. Erstens die Rufnummer von dem Gerichtsvollzieher und dreimal gefragt, wie hoch sind die Kosten? Ich kann auch gleich mit Rechtsanwalt ankommen. Irgendwann reicht es. Und hat sie gesagt, hat sie mir dann doch mal die Telefonnummer von dem angeblichen Gerichtsvollzieher gesagt. Und dann irgendwann gedacht, ja, sie haben 12.000 Euro Schulden an einem Gewinnspiel. Erstens habe ich ja kein Gewinnspiel teilgenommen und zweitens, das macht man nicht am Telefon. Eine Pfändung wird immer schriftlich per, ich weiß nicht, wie man diese gelben oder blauen Briefe nennt. Ich glaube, die sind gelb oder blau vom Gericht hier zugestellt. Die rufen nie an. Ich habe also erstens beim Gerichtsvollzieher angerufen und da hat dann gesagt, ja, so und so sieht's aus. Wir müssen uns jetzt sofort, also sofort einigen, also ohne Nachdenkzeit. Sonst wird erstens ihr Konto gepfändet, wenn kein Konto vorhanden ist. Wird jemand zu Ihnen nach Hause kommen und nach wertvollen Materialien suchen und diese dann mitnehmen als Pfändung. Okay, dachte ich mir, tolle Scheiße. Was ist denn das so ein Mist? Ich habe die Rufnummer vom Mahngericht Stuttgart rausgesucht und die hat
fast 1:1 mit Stuttgart zusammengestimmt. Außer das bei der Vorwahl, was nicht gestimmt hat. Und von Stuttgart. Und dann habe ich beim Mahngericht angerufen und habe danach gefragt. Und da hat mir gesagt, ja, diesen Betrüger, Herr Pohlmann, der ist bei uns sehr bekannt als Gerichtsvollzieher. Das ist ja kein Gerichtsvollzieher. Das ist ein Rechtsanwalt, der illegal Gelder eintreiben möchte über diese Gewinnspielsachen. Und wenn wir eine Fändung durchführen, dann machen wir es niemals telefonisch. Und niemals fragen wir um Einigung. Eine Fändung ist eine beschlossene Sache, die macht das Gericht schriftlich und dann wird das Konto gepfändet. Da kommt auch keiner mehr nach Hause. Das war nach Hause kommen und mal jetzt ein paar Sachen mitnehmen. Das war mal gewesen, hat er zu mir gesagt. Deswegen, diese Gewinnspielbetrüger, diese Mafia, lasst euch nicht darauf ein, wenn die sagen, dass ihr mitgespielt habt bei irgendetwas, auflegen. Einfach nur auflegen. Wie gesagt, wenn ihr auf irgendwas eingeht, seid ihr am Arsch. Ich habe direkt beim Mahngericht angerufen und habe da die Auskunft bekommen und das gegen Pohlmann und die Gewinnspielmafia eine schon lange verhandelt wird und solange kein Beschluss der Verhandlung da ist, werden diese Betrüger weitermachen. Und wenn einer da ist, dann kommen die hinter Gittern. Wie lange das dauert, weiß man nicht. Aber Gerichtsvollzieher Pohlmann ist ein Betrüger und ihre Mitarbeiterin, die das angeblich vom Mahngericht Stuttgart ist, ist auch eine Betrügerin. Weil erstens, die Nummer gibt es gar nicht im Mahngericht Stuttgart. Ich habe denen die Nummer gegeben. Und er sagt, nee, die haben wir absolut nicht. Das stimmt allgemein was in der Vorwahl nicht, weil ich die Vorwahl von Stuttgart ja nicht kannte. Und hat er mich erstmal darüber aufgeklärt, dass das Betrüger sind und dass gegen die verhandelt wird. Schon lange. Allerdings, ja, muss man gucken. Also seid vorsichtig. Gewinnspiel. Macht keine Kontopfändung über Telefon und nimmt auch keine Wohngegenstände mit. Diese Androhungen sind alles nur, um euch quasi unter Druck zu setzen. Und die lügen euch sowas von dermaßen an, diese Gewinnspielmafia. Seid sehr vorsichtig mit denen. Diese Warnung wollte ich euch sagen. Die ganzen Nummern hier, das sind solche Nummern, die sind sehr gefährlich. Das sind all diese Rufnummern, die sind wirklich gefährlich. Achtet darauf. Dann noch viel Spaß. Und ja, bis denn.